Moin YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video Ghost Exile. Diesmal bin ich alleine unterwegs. Hatte vorhin schon eine Aufnahme gestartet mit meiner Frau zusammen. Hat leider irgendwie nicht geklappt, ist abgebrochen unterwegs. Deswegen jetzt nochmal eine Runde Solo. Aber schauen wir mal. Wir haben ja das letzte Mal das Ritual geschafft. Davor das Mal bin ich hops gegangen. Schauen wir mal, was wir diesmal rausholen können. Ich hoffe mal, dass wir das Ritual einfach wieder durchziehen können. Und ja, gehen wir mal rein. Ich nehme auf jeden Fall erstmal den zonalen EMF-Detektor mit. Generell EMF, weil das ist gefühlt im Moment immer. Und das Thermometer nehmen wir noch mit. Man kann so schön viel tragen hier, das ist super. Taschenlampe an. Oh, das Ding erkennt auch schon direkt was. Gehen wir mal rein. Okay, ja, ist gut dunkel hier. Jetzt gleich erstmal hier um das Licht. Okay, das anmachen, dann machen wir noch hier die Heizung an. Dann machen wir im Allgemeinen hier erstmal Licht, dann ist das dunkel. Meine Güte. Erstmal hier einen kleinen Lichtkorridor gebildet. Wir gehen mal hoch. Ich hatte gerade schon, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, hier drin direkt eine Tür gehört. Achso, machen wir hier mal Lichter. Okay. So. Ja. Auf jeden Fall, Ghost Exile hat es uns momentan wieder angetan. Also, nachdem wir jetzt die zwei Runden da gespielt haben, oder jetzt drei insgesamt, also komm, da bleiben wir mal dran. Das macht Spaß. Ist auch mal was anderes als Dämonologist, was nach wie vor natürlich immer noch Spaß macht, also mir persönlich, ich hoffe euch auch. Aber ja, man kann auch mal was anderes zocken, was anderes zeigen. Das Spiel hier ist ja schon ein bisschen älter, aber hat echt ein paar coole Updates gekriegt, muss ich sagen. Wir spielen ja hier noch wirklich im absoluten Beginner-Modus, also einmal nicht nur vom Schwierigkeitsgrad, sondern auch von dem, was man noch so einstellen kann. Man kann dann noch verschiedene Rituale mit dazu nehmen. Man muss dann noch irgendwie den Lieblingsgegenstand des Geistes finden. Also das gab es schon von Anfang an tatsächlich. Aber das haben wir jetzt erstmal aus, einfach um erstmal wieder gut reinzukommen und dann werden wir peu à peu Sachen dazu nehmen. Gut, jetzt haben wir hier über Lichtern, aber so wirklich was passieren tut jetzt nicht. Ich würde sagen, dann suche ich nebenbei schon mal den Perso. In der Hoffnung, dass gleich irgendwo mal was passiert. Dieser zonale EMF-Detektor ist nämlich so, der gibt die grobe Richtung vor. Dann weiß man noch nicht, ob es oben oder unten ist oder wie auch immer, aber man weiß schon mal, in welche Richtung man grob gucken muss. Um gegebenenfalls den Geisterraum oder den Geist zu finden. Ja, das ist der Ausweis. Stella Williams. Hi Stella. Stella Williams, wo bist du? Hast du wohl das Licht an? Stella Williams, wo bist du? Wann hat sie nicht diese komplette Sicherung rausgehauen? Was ich mir hier noch angewöhnen muss, ist, dass wenn man Solo spielt, man trotzdem V drücken muss. Damit man hier auch in der Welt gehört wird. Weil anders als dem Monologist nimmt das Spiel nicht permanent euren Ton mit auf. Verarbeitet das auch in-game. Stella Williams, wo bist du? Also, ähnlich wie bei dem Monologist bekommt man hier doch eine ordentliche Gänsehaut, finde ich persönlich. Also, das hat schon ein sehr bedrückendes Feeling hier, das Game.
Hier liegt auf jeden Fall schon mal eine Vase. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Bist du denn hier? Wo bist du? Gucken wir doch einfach mal mit dem Thermometer ein bisschen rum. Dann mal, das ist hier. Ja, habe ich doch gesagt, EMF5 ist eigentlich im Moment immer Standard. Haben wir dich jetzt hier unten gefunden? Okay, dann hole ich mal anderes Zeug rein. Muss noch nicht der Geisterraum sein, aber gucken wir mal. So. Schlepp mal das Zeug erstmal rein. Aber ist gut, da müssen wir nicht immer so weit laufen. Das gefällt mir. Mann, ey. Oh, Scheiße, Mann. Ey, das kriegt mich jedes Mal so heftig. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Entschuldigung. Verdammt, verdammt, verdammt. Schreib in das Buch. Nach wie vor noch sehr warm hier. Ich weiß gar nicht, ob ich diese V-Lampe standardmäßig habe. Ich glaube, die hatte. Oh, doch, da ist er. Das Licht bleibt an. So. Also Fingerabdruck habe ich jetzt hier keine gesehen. Bin leider auch nicht so ganz sicher, ob die Mechanik hier genauso funktioniert. Aber das war oben. Jetzt hat er den Breaker ausgemacht. Feierabend hier, es bleibt an. Hier bleibt das Licht auch an. Ist da das Licht angegangen? Manchmal sind die Türen hier noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Schon wieder Licht an- und ausgegangen. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob er jetzt hier oben oder unten ist. Aber ich habe unten zumindest EMR5 gehabt. Ich hatte ja, okay, er hat hier unten ausgemacht. Er ist hier schon deutlich aktiver. Wir lassen das Buch hier mal liegen. Schon wieder. Mann, scheiße. Oh. Das macht mich fertig. Oh, oh, 1 Grad. 1,4. 1,6. 2 Grad. Oh. So, ich muss jetzt mal meine Sanity checken. Okay, gut. Ja, ich spiele auf einfach, von daher denke mal, das macht schon eine Menge aus. Ja, ein paranormales Phänomen haben wir auf jeden Fall erhalten.
Nehmen wir nochmal die Kamera mit und den Voice Recorder. Wo es wird gerade schon wieder aufgenommen. Wo geht hier die Party? In die Richtung, ja. Okay. Ja, dann machen wir hier mal Licht an. Bist du denn? Lässt du das an? Hör auf. Interesse. Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Kannst du reden? Bist du hier? Okay, da hat er mit uns gesprochen. Voice Recorder Response. Ja, schon mal ein Geist, den wir nicht kennen. Eine Sache, die ich jetzt rausgefunden hatte in der letzten Runde, wo die Aufzeichnung leider abgebrochen ist, ist, dass man, wenn man zwei Sachen weiß, kann man hier hochgehen. Ich habe übrigens auf Englisch umgestellt, damit man hier die Knöpfe auch lesen kann. Wir haben das hier. Wir haben DMF5 und jetzt kann man nämlich exclude das, was nicht geht. Und dann sagt er mir, okay, Freezing kann es noch sein. Spirit Box Response. Achso. Also nur noch Freezing und Spirit Box. Das heißt, die Spirit Box ist doch der Spaß hier. Bist du hier? Gut, ja, okay, Spirit Box Response. So. Das hat man in dem anderen Video schon gesehen. Jetzt haben wir den Geister noch nicht detected. Und jetzt gehe ich hier ins Buch, sage Spirit Box Response und gehe auf Suchen. Und dann findet er durch Zauberhand in den ganzen Unterlagen, die hier aufgezeichnet sind, den richtigen Geist. Ein Monoke. Ah, okay. So, dann den Monoke. Kann der? Increased power and frequency of interacting with objects and doors. Can open and slam doors. Ja, die Tür hat er mir, glaube ich, vor der Nase schon zugehauen. Er zeigt dir auf jede mögliche Art und Weise, wie sehr er dich nicht willkommen heißt. Ja, das habe ich auch schon gemerkt, leider. Das war nicht so schön. Okay, also wir haben den Monoke ausgewählt. The Ancient Rite of Hisogal. Dann gehen wir mal runter, nehmen uns das Buch und die Spraydose. Sanity. Immer noch bei 88. Ist okay. Buch. Feuerzeug. Spraydose. Warte mal, was war das? Hisogal, oder? Okay, eh so geil. Siege des Amet. Ja, manchmal flutscht die Steuerung noch nicht so gut. Geisterraum würde ich schon sagen, ist hier. Machen wir es doch direkt hier. So, dann holen wir mal die Kerzen und die zwei Steinchen. Dann gucke ich noch mal, welcher Geistertyp das ist. Hier war echt oft laufen jetzt. Ist ja Gott sei Dank nicht weit. Oh nee.
machen wir erstmal aus, das gibt ganz schön viel mehr. So, hier hätte ich gerne Licht an, danke. Und wenn wir uns hier klar sind. So, 87, sehr gut. Nehmen wir die beiden Steinchen noch mit und dann wollen wir gleich mal hier das Ritual durchführen und ihn auftreiben. Okay, nochmal gucken. Wir haben Passport. Stella Williams. Stella Williams. So, die Kerzen an. Die Größe Christi gebietet dir. Manu. Die Größe Christi gebietet dir. In dem Namen und der Gutheit unseres Lords, der die gesamte dämonische Sekte zerstören will. Gott, erhöre mein Gebet. Bewahre uns vor den Lügen des Teufels. Stella Williams, geh raus, Böses. Okay. Geschafft. Nice. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es ähnlich wie ein Dämonologist mehr Erfahrungspunkte gibt, wenn man das Ganze dann. Das ist doch hier ein schönes Bild. Mehr Erfahrungspunkte gibt, wenn man das alleine spielt. Oder ob dem das Spiel das egal ist. Aber Geist ausgetrieben. Gucken wir mal. Wir hatten. Zusatzaufgaben, ja gut, ja. Wir sind jetzt keine Jagd, das passiert halt auch durch die Schwierigkeitsgrad ist die Sanity nicht so schnell runter. Wobei man das auch nicht sagen kann. Ich hatte das jetzt in der zweiten Runde mit meiner Frau auch so, dass ich das war dann doch recht schnell unten waren. So, einmal zurück. Und los gab's. 715 Erfahrungspunkte und $210. Ich glaube, das ist. Das hatten wir auch im Zweiermodus immer. Also, das ist jetzt kein großer Unterschied. Vielleicht ein bisschen mehr Erfahrungspunkte möglicherweise. Ich bin noch Level 8. Ich musste noch ganz viel Zeug wieder neu kaufen. $115. Und 830 Erfahrungspunkte von 1800. Gut. Ja, das war doch mal eine schnelle Runde. Also, YouTube, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr auch in Zukunft immer alle Videos seht. Das wäre super. Ja, wie gefällt euch Ghost Exile? Ist das eine Reihe, die wir weiter fortführen sollen? Ich meine, wir haben eh Bock drauf. Wir werden allein deswegen schon immer mal Videos einstreuen. Ich habe jetzt so einen groben Fahrplan mir überlegt, dass es Montag und Dienstag immer Ghost Exile gibt. Mittwoch und Donnerstag der Monologist und ja, mal gucken. Dann von Freitag bis Sonntag, wie es gerade passt, wie Laune da ist. Vielleicht auch mal irgendwas anderes. Ich weiß auch noch nicht, wie lange wir diesen Fahrplan jetzt so durchziehen. Mal gucken, auch wie die Ghost Exile Videos ankommen, was ihr dazu sagt. Ich glaube, der Monologist ist ganz cool. Ist ja auch ja, neuer und deswegen alleine schon in aller Munde. Ja. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Dann habt noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr das Video schaut. Macht's gut. Ciao.